Einen wunderschönen verschlafenen guten Morgen und herzlich willkommen hier zu der neuen Folge Hugo kocht. Heute gibt es gefüllte Palatschinken und das seht ihr jetzt gleich. Ja, ich habe mich wohl doch ein bisschen misskalkuliert gehabt, denn jetzt am Freitag gibt es nämlich erst die Palatschinken, nächsten Freitag gibt es die, die Spezialität. Wir haben jetzt ein bisschen durcheinander, denn es ist jetzt Donnerstag. Ja, es ist Donnerstag und Samstag fliegen wir schon. Das bedeutet, ich mache jetzt am Morgen kurz die Folge, die ihr jetzt am Tag später seht, also am Freitag. Heute Abend machen wir die Nationalspeise, was ich natürlich nicht verraten werde. Wo ich dann wahrscheinlich nicht mehr dazu gekommen wäre, das zu schneiden für Freitag. Und deswegen kommt es dann nächste Woche. Aber das Probieren, das tun wir dann irgendwie noch heute Mittag oder sowas. Ja, also es ist durcheinander. Wie gesagt, jetzt gibt es auf jeden Fall Palatschinken und dazu zeige ich euch, was ich da habe. Also, gefüllte Palatschinken, da brauchst du natürlich Mehl, Milch, Mais. Und dann habe ich hier noch eben was zum Füllen. Ich habe mich dazu entschieden, die Hälfte zu füllen, die Hälfte nicht, weil die andere Hälfte, da können wir Käse oder hier Jam draufpacken, Marmelade. So. Und natürlich Eier. Das ist alles, was ich hier da habe. Damit wird jetzt gekocht. Ich habe jetzt mal mit den Champignons angefangen, gewaschen, so wie wir das in den letzten Videos gemacht haben, habe ich sie natürlich auch wieder. Im Bürste haben wir immer noch keine. Ja, in dem Rezept steht jetzt 150 Gramm Vorarlberger Mehl. Das haben wir natürlich nicht da, das nehmen wir dieses Mehl. Da, Flor. Brauche aber 150. Ist nicht zu viel. Das können wir gelten lassen. 150 Gramm Mehl. So, Mehl ist drin. Eier. Ich habe das einmal mit einem Schlag komplett durchtrennt. Ups. So, Milch soll auch dazu kommen. Und zwar 250 Milliliter. Wo ist Milch? Reis, Zucker. Ich nehme Wasser. 250. So. Dann sagt er noch ein bisschen Salz rein. Reicht schon. Und solltet ihr wollen, jetzt auch Kräuter reingeben. Nächster Schritt. Verrühren zu einem glatten Teig. So, das passt jetzt auch, das lasse ich jetzt so stehen. Das sollen wir jetzt 10 Minuten auffüllen lassen. So, die Champignons sind jetzt schon mal drin, während das Mehl noch aufquillt, denn die werden nachher dazugegeben bzw. halt im Nachhinein reingerollt. Mir ist gerade aufgefallen, dass dieses Ding kein Aufmachteil hat. Deswegen habe ich hier schon mal angefangen mit dem Messer, das irgendwie aufzumachen. Ja, so kann man das machen. So kann ich da was rauskriegen. Nachdem wir so lange mit dem beschäftigt waren, sind die jetzt auch fertig. Jetzt kann der Meister dazu. So. Als nächstes sagt er ein bisschen Butter in die Pfanne. Selbstverständlich. Ich hoffe, das reicht. Dann sollen wir mit der Schöpfkelle so Palatschinkele rausmachen. Jetzt bin ich aber gespannt.
Geht das? Nee, das geht nicht. Schade. Dachte ich mir schon, zu wenig Butter. Mehr Butter! So sieht der erste aus. Ich habe den jetzt rausholen müssen, weil er teilweise echt am Rauchen war, weil keine Butter mehr drin ist. Das ist der nächste mit vielleicht ein bisschen zu viel Butter. Ach ja. Ich habe eher das Gefühl, dass ich hier den zweiten ein bisschen frittiert habe. Vor allem, wenn man sich die Seite so anschaut. Die war so schnell hier so bräunlich. Aber der sieht gut aus. Der kommt jetzt auch wieder raus. Handschuh. Und mehr Butter. So. Und schon wieder an, dann können wir das wieder. So. Pfannkuchen Nummer 4. Das letzte bisschen ist jetzt noch drin. Der dritte ist ein bisschen kaputt gegangen und ein bisschen schwarz geworden, nachdem sich der da gemolden hat. Weil hier drin anscheinend zu viel Rauch ist. So, jetzt geht's ans Belegen. Denn das wird unser Mittagessen. Das wird man nicht gleich essen. Und ich bin sehr gespannt, wie die nachher geworden sind. Etwas müssen wir dann noch warten. Ein bisschen mehr kann drauf. Ich habe ja noch 4. So. Dann kommen die hier in die Box rein. In unsere Mitnehmbox. Ich glaube, das kann ich glaube ich einfach so rein tun. Das belege ich nicht dabei. Den könnte ich noch belegen. So. Das ist der irgendwo, wo der Rest abgebrochen ist. Bin jetzt gespannt, wie ich den zukriege. Irgendwie sowas. Ja. Genau sowas. So und da rein. Nebenbei fällt der Mais noch raus. So, jetzt sind wir drin. Ja, wir sitzen jetzt gerade in der Kantine, in der Schule, weil es nicht anders geht. Ich würde es probieren, würde ich sagen. Ja. Ich habe einen Pfannkuchen. Der Pfannkuchen selber ist ein bisschen trocken. Aber mit sich. Okay. Doch. Oh ja. Kann ich auch noch rein. Das ist noch ganz. Ja. Nochmal die Kamera mal ran. Das soll es gewesen sein für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch. Dann schreibt unten in die Kommentare, was ihr zum nächsten kochen sollt. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder mit einer Traditionsspeise. Was es ist, seht ihr nächste Woche. Und tschüss. Leute.